Die GameStar hat die 100 besten Story-Spiele gekürt. Das muss ich mir anschauen. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu dieser kleinen, langen Reaktion. Denn ich bin ein riesiger Fan von Stories in Videospielen. Ich meine, was gibt es Schöneres, als sich von einem Game in eine Welt entführen zu lassen, getrieben von einer faszinierenden und spannenden Story, die einen irgendwie emotional berührt, emotional abhaut. Abhaut? Abholt und das Ganze begleitet mit tollen und interessanten Charakteren und am besten noch garniert bzw. verwoben mit dem Gameplay. Großartig. Aber es ist halt auch nicht ganz leicht zu bewerten. Denn Storyspiele haben zwar viele objektive Faktoren, die einen beeinflussen können, wie zum Beispiel was erzählt wird, also der Plot, aber auch wie es erzählt wird, also die Stilmittel bzw. die Charaktere. Und das Ganze, naja, wird dann ja auch noch dementsprechend subjektiv von jedem anders wahrgenommen und gewichtet. Ich zum Beispiel finde einen interessanten Gesamtplot, der alles miteinander verwebt und zusammenhält, viel, viel spannender als eine Ansammlung vieler kleiner Geschichten, die quasi, ja, einfach nur die Welt ausschmücken. Sprich, ich mag The Witcher lieber als Skyrim. Aber ich bin natürlich höchst gespannt, wie die GameStar diese Liste aufgestellt hat. Und das schauen wir uns jetzt an. Platz 100. The Vanishing of Ethan Carter. Ein Indie-Spiel aus dem Jahre 2014, was ich leider nicht gespielt habe und dementsprechend gar nichts dazu sagen kann. Ich weiß, dass es viele Fans hat und ich würde es auch gerne nochmal nachholen. Ich kann dazu aber leider nichts sagen. Was natürlich ein großartiger Start in dieses Video ist und mich als offensichtlichen Experte im Story-Genre ausweist. Platz 99. Silent Hill 2. Yay, großartiges Spiel. Aber Platz 99? Denn, also ich finde, das müsste deutlich, ich weiß ja noch nicht, was kommt, aber das müsste doch deutlich weiter nach oben. Denn Silent Hill 2 ist einer der großartigen Fälle, wo du halt alles irgendwie hast, was zu einer guten Story dazugehört. Die Grundgeschichte, also der Plot ist interessant. James Sunderland kommt in eine kleine Stadt, wo er sich mit seiner Frau treffen will, beziehungsweise hat eine Nachricht von ihr erhalten, um sich dort mit ihr zu treffen. Die ist aber schon vor einiger Zeit gestorben. Man hat hier also eine sehr interessante Prämisse. Darüber hinaus ist aber die Art, wie das Spiel diese ganze Story denn aufgreift und erzählt, großartig, unfassbar gut, und ich müsste total viel spoilern, um zu erklären, warum das so ist, aber gerade das Storytelling durch sein Gegnerdesign oder den Weltenaufbau ist ja schon nahezu unerreicht. Also das müsste man deutlich, deutlich höher ankreiden. Auch die vielen interessanten und faszinierenden Charaktere gepaart mit der Atmosphäre der Spielwelt, das ist großartig erzählerisch, denn das Gameplay in diesem Spiel ist nicht so gut und es hat schon einen Grund, warum es ein Kultklassiker ist. Es liegt nicht am Gameplay, sondern an der Story. Wäre bei mir deutlich weiter oben. Naja, ist aber auch ein bisschen älter. Hat man vielleicht nicht mehr so in Erinnerung. Platz 98, Gone Home, ein Walking Simulator von Fulbright. Und ein Paradebeispiel, wie man anhand seiner Spielwelt eine Story erzählt. Das ist nämlich nicht sehr lang, aber sehr spannend und ihr müsst halt selbst quasi an mithilfe eurer Neugier die Geschichte bzw. das Geheimnis dieses Hauses, das ihr erkundet, ja, erforschen. Hat mir sehr gut gefallen und ich bin dafür, dass wir das hier auf diese Liste packen. Platz 97, Short Hike. Ja, das habe ich mir letztens gekauft. Das war recht günstig im PSN-Store zu haben. Ich habe es aber leider auch noch nicht gespielt. Ich weiß aber, dass es sehr gut sein soll. Mein Podcast-Kollege, der Matthias, feiert das extrem. Hat jetzt aber auch nicht gesagt, dass es ein Must-Play ist, sondern dass es durchaus interessant ist. Schaue ich mir mal an. Ich bin auf jeden Fall jetzt interessiert. Platz 96, Night in the Woods. Habe ich auch noch nicht gespielt. So, Platz 95, Fallout 3. Und das habe ich gespielt. Und das ist genau der Fall von Rollenspiel, was ich nicht so mag, beziehungsweise von Story-Technik, die ich nicht so mag. Keine Frage, Fallout 3 hat toll geschriebene Quests, aber mir sind sie irgendwie, ja, nicht, mir fehlt der rote Faden, der das alles
übergreifend zusammenhält. Das alles ist natürlich schon getrieben von dieser apokalyptischen Welt und hat auch viele tolle Entscheidungen und so, aber es ist nicht mein Lieblings-Fallout, das muss ich auch ganz klar sagen. Da gibt es einen deutlich besseren Teil narrativ in der Serie. Ich bin nicht ganz der Fan von dieser Bethesda-Erzählweise in Videospielen, muss ich dazu sagen. Ich denke, es ist aber okay, das jetzt hier auf die 95 zu packen. Platz 94, Valiant Hearts The Great War. Großartig. Geiles Spiel. Ein zuckersüßes kleines Adventure-Spiel von Ubisoft, das so ein kleines Familiendrama während des Ersten Weltkriegs erzählt, bei dem quasi eine Familie auf zwei Seiten des Krieges landet. Sehr emotional, ganz, ganz toll. Wenig Gameplay an und für sich, sondern das lebt wirklich nur von seiner emotionalen Wucht und der Atmosphäre. Und das ist wirklich ein absoluter Tipp auch von mir, sollte man unbedingt gespielt haben. Und darüber hinaus lernt man auch viel über den Ersten Weltkrieg. Das ist so als Sammelobjekt mit eingebaut. Selbst das ist spannend, wenn man da irgendwie einen Helm findet und dann kann man erstmal dazu lesen, warum man diese Helme getragen hat und was das Besondere an denen war. Großartiges Spiel. Platz 93, L.A. Noir. Ja, kann man, glaube ich, in diese Top 100 packen. Ein sehr spannendes Detektivspiel von Team Bondi. Brauchen wir gar nicht weiter drüber diskutieren. Platz 92, Bastion. Ebenfalls großartig, ein Indie-Spiel, was ich auch sehr schätze. Das vor allen Dingen dadurch punktet, wie es erzählt wird. Denn es gibt die ganze Zeit einen Sprecher, der das Gameplay und den Charakter, ich sag mal, kommentiert. Hat mir großartig gefallen und großartiger Soundtrack, fantastisches Ende. Bastion, super. Platz 91, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Ja, natürlich ist Monkey Island eine toll geschriebene Geschichte. Hier geht es auch eher darum, wie es geschrieben ist. Also vor allen Dingen der Humor sticht natürlich heraus, denn der Plot an und für sich ist natürlich recht simpel. Was hier aber beim zweiten Teil heraussticht, ist natürlich das Ende, das auf der einen Seite viele hassen. Ich will nicht sagen warum, aber auf der anderen Seite muss man mal auch zwischen den Zeilen lesen. Und wenn man das hier quasi so wertet in dieser Liste, nämlich narrativ, dass man die ganze Zeit schon erahnen kann, beziehungsweise dass es jetzt gar nicht so aus dem Hut gezaubert ist, wie man denkt, sondern wenn man die ganze Zeit so ein bisschen guckt, was die Spielwelt bietet, dann kann man schon erahnen, okay, das passt denn doch. Und dementsprechend, ja, aus diesem Punkt heraus kann ich schon verstehen, dass man sagt, narrativ kann man das in diese Top 100 der besten Spiele packen. Ist okay, Platz 91, Monkey Island 2. Platz 90, The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ja, haben wir den gleichen Fall wie bei Fallout 3. Habe ich gespielt, nach einiger Zeit hat mich das erschlagen, diese Freiheit. Ich wusste nicht, was ich hier machen soll, wo ich hingehen soll. Mich hat nichts geführt. Ich mag es nicht, wenn mich ein Spiel nicht führt. So ein bisschen Leitlinien brauche ich dann irgendwie doch. Dementsprechend kann ich hier einfach nicht zustimmen, dass es eines der besten Story-Spiele ist. Ist einfach aber auch nicht meine Art von Rollenspiel. Ich mag es einfach. Ich meine, der Name sagt es ja schon, Rollenspiel. Man spielt die Rolle und ich will die Rolle eines anderen spielen. Ne? Und da brauche ich mehr Kontext. Dementsprechend, ich bin nicht so der größte Fan dieser Bethesda-Rollenspiele, um es nochmal zu sagen. Platz 89, Far Cry 3. Ist ein gutes Spiel, ich liebe es. Ich habe es letztens erst in die Top 20 der besten Shooter aller Zeiten gewählt. Und storytechnisch sticht die natürlich sofort. War es Montenegro, der Antagonist des Spiels hervor, der wirklich geil dargestellt wurde im Spiel und von dem Schauspieler, der das gemacht hat. Motion Capturing, wirklich furchteinflößend und bedrohlich und total cool, aber ob das reicht, um das jetzt vor Silent Hill 2 zu stellen? Nein. Ist ein gutes Spiel, aber doch, ist doch jetzt storytechnisch nicht. Das spielt man doch nicht wegen der Story. Nee. Platz 88, Kingdom Come Deliverance. Yes, das ist ein Storyspiel und das ist auch ein westliches Rollenspiel, was mich deutlich mehr anspricht als zum Beispiel ein Morrowind. Weil hier hast du halt mit Heinrich einen Charakter, der ein ganz klares Ziel hat. Es ist zwar nur eine Rachegeschichte, aber wie diese Rachegeschichte erzählt wird und wie sie dich durch diese Spielwelt lotst, die ist es großartig. Du hast natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, wie in einem Skyrim oder Fallout,
alles zu machen, worauf du Bock hast, ne? Nimm an einem Ritterturnier teil oder geh Blumen pflanzen, mach was du willst, aber grundsätzlich hast du hier eine tolle, passende Geschichte und das Ganze kommt halt vollkommen ohne Fantasy aus, was sehr erfrischend war. Auch das Kämpfen am Anfang sehr schwer reinzukommen, macht am Schluss aber sehr viel Spaß. Großartiges Spiel, wie gesagt, gerade so die Queststruktur, wo dich die hinführen, super, großartig, ja. Wäre vielleicht sogar noch bei mir weiter vorne als nur die 88, also deutlich besser als Fallout 3 oder Morrowind, aber naja, im Gegensatz zu Morrowind habe ich dieses Spiel auch durchgespielt. Vielleicht ergibt sich ja im Morrowind hinten noch was raus, was ich übersehen habe. Platz 87, Marvel Spider-Man. Durchaus. Eigentlich nur ein Superhelden-Action-Adventure, was man jetzt storytechnisch eigentlich gar nicht so weit oben ansehen würde, aber das hatte wirklich eine spannende und vor allen Dingen emotionale Story um Peter Parker und seine Tante ist es, ne? Hat mich auch damals überrascht, dass das Narrativ so stark war. Von daher vollkommen okay, Platz 87, Spider-Man. Platz 86, That Dragon Cancer. Ein Spiel, von dem ich schon sehr viel gehört habe, wo ich mich noch nicht rangetraut habe. Das würde ich gerne nochmal machen. Das ist ich sag mal so, ohne jetzt zu viel zu raten, das hat ein Entwickler im Alleingang entwickelt, um seine Erlebnisse mit dem Verlust seines Kindes, das an Krebs gestorben ist, zu verarbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sollte jetzt schon so ein bisschen erahnen lassen, worauf das, also in welche Richtung wir uns hier bewegen. Wahrscheinlich sehr wuchtig in seiner Message und muss man, glaube ich, in der richtigen Stimmung für sein. Habe ich schon Bock drauf, auch wenn das vielleicht das falsche Begriff ist, aber habe ich leider noch nicht gespielt. Interessant aber für mich. Platz 85, Call of Duty 4, Modern Warfare. Die Story ist doch Bullshit. Ich mag das Spiel total gerne und ich mag auch, wie die Level an und für sich, was da passiert und wie es strukturiert ist, der Aufbau. Und es hat wirklich ikonische Level, von der Sniper-Mission bis zum Nuke, bis zur Schleichmission und so. Das ist wirklich großartig. Aber es ist immer noch Popcorn-Kino. Vor Silent Hill 2. Ich weiß nicht. Hat sicherlich Stärken und ich liebe das Spiel, aber ich verstehe einfach etwas anderes unter einem Story-Spiel. Naja. Platz 84. Chrono Trigger. Geil! Ich liebe Chrono Trigger. Chrono Trigger ist ein Zeitreise-JRPG vom Super Nintendo aus dem Jahr 1995, was zu einem meiner absoluten Lieblinge erzählt. Nicht, weil es jetzt unbedingt die beste Story an und für sich hat oder den besten Plot, sagen wir es mal so, sondern weil es ein rundum gelungenes Abenteuer ist, das einfach alles toll miteinander verbindet, was dieses Genre ausmacht. Eine tolle Grundstory, tolle Charaktere, eine tolle Spielwelt, großartige Musik, naja, und ja, wirklich großartige Questlinien. Ich mag es zum Beispiel, dass man durch die Zeit reisen muss, um gewisse Quests erledigen zu können. Und das heißt, wie hier das Spiel seine Geschichte erzählt, ist toll. Ich mag einige Charaktermomente in diesem Spiel, die sind wirklich unfassbar, wie Frog mit dem Schwert, der den Berg zerschlägt. Großartig. Doch, ja, alles klar. Wäre jetzt storytechnisch nicht mein Lieblings-JRPG vom Plot an und für sich, aber es ist ein gutes Storyspiel, also eins der besten JRPGs überhaupt. Chrono Trigger. Platz 83, Monkey Island 3, der Fluch von Monkey Island. Das gleiche wie bei Monkey Island 2, auch hier ist der Plot an und für sich selbst nichts Großartiges, aber die Art, wie es erzählt ist, ist halt charmant, witzig und clever. Ich liebe das Spiel, ist ein großartiges Point-and-Click-Adventure. Es ist halt clever und witzig, aber ja, muss man hier beide Monkey Islands reinnehmen? Ist das? Ich mag natürlich die Charaktere, die sind wirklich toll geschrieben und naja, ich will nicht meckern. Ist schon okay, ich mag das Spiel total gerne. Platz 83, Monkey Island 3. Platz 82, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Wahrscheinlich mein Lieblings-Metal Gear. Eins meiner drei Lieblings-Metal Gears mit einem großartigen Plot, der natürlich total überladen ist, das muss man natürlich sagen, aber ich mag das total, was in diesem Spiel passiert, wie es vorgetragen wird, völlig übertrieben und überladen und komplex, ist sicherlich nicht für jedermann, aber ich bin großer Fan und auch, dass viele Gameplay-Aspekte immer wieder verwoben werden mit dem Story. Kontext des Spiels, zum Beispiel, dass du einen Boss, der sehr alt ist, dadurch besiegen kannst, indem du einfach eine Zeit lang nichts tust, deine Konsole stundenlang anlässt, beziehungsweise einfach heimlich
die Zeit des Systems vorwegstellst, sodass er irgendwann an Altersschwäche stirbt. Das ist natürlich schon auch irgendwie narrativ begründet und gleichzeitig clever. Also wer auf Kojima steht, für den ist das ja schon ziemlich gut. Ich stehe total drauf. Für mich wäre es deutlich, deutlich weiter oben. Es ist ein richtig tolles Spiel mit einer richtig komplexen Story, wo man immer aufpassen muss, sonst verpasst man, was passiert. Ist für mich ein bisschen zu weit hinten, aber wer weiß, vielleicht kommen ja noch andere Metal Gear Solid Spiele, über die man hier diskutieren kann. Platz 81, Batman Arkham City. Ja, gerade das Ende hinten raus hat mir auch extrem gut gefallen. Ich finde, man kann auch immer diskutieren über Arkham Knight. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen, was da passiert und wie man einen Charakter im Spiel eingebaut hat. Das macht es eigentlich narrativ noch ein bisschen spezieller, aber Arkham City ist schon ein gutes Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es für mich unter die besten Story-Spiele gehört, aber es war schon geil. Platz 80, Ori and the Will of the Wisps. Ja, eins der wahrscheinlich besten Second-Party-Xbox-Exclusives, beziehungsweise gibt es ja mittlerweile auch für Switch. Ich mag die Ori-Spiele total gerne, ich bin aber eigentlich vor allen Dingen narrativ immer noch ein größerer Fan vom ersten Teil. Ich hoffe, dass der hier auch noch folgt, denn der zweite ist gameplay-technisch natürlich besser, aber storytechnisch, weiß ich nicht, gegen das Ende vom ersten oder die ersten 30 Minuten vom ersten, da kommt es nicht gegen an, obwohl die Story im zweiten auch schön ist, aber naja. Platz 79, The Forgotten City. Yes, das finde ich ja super. Das ist ein großartiges Spiel mit einer tollen Grundprämisse, mit vielen tollen Charakteren, wo ihr quasi mit in einem Wurmloch sozusagen in die Vergangenheit reist, in einer alten römischen Stadt euch wiederfindet und ihr versucht euch quasi wie in Täglich grüßt das Murmeltier aus dieser Misere zu befreien. Das Interessante an dieser Stadt ist, dass dort die goldene Regel herrscht. Sprich, wenn jemand lügt, dann geht die ganze Welt unter. Nur ihr überlebt dieses Ereignis jedes Mal und daraus spinnt das Spiel dann wirklich eine interessante Geschichte. Und ihr müsst halt gucken, wie ihr die ganze Spielwelt manipuliert, um hier entkommen zu können. Wirklich toll, großartiger Geheimtipp, ursprünglich eine Skyrim-Mod und ja, gibt es für die PS5 auch physisch. Also kauft es euch, The Forgotten City. Platz 78, Guardians of the Galaxy. Eins der besten Spiele des letzten Jahres, was natürlich an seinen Charakteren lag. Dieses Spiel erzählt jetzt nicht unbedingt die beste Geschichte an und für sich, also hat nicht den besten Plot, aber wie es erzählt wird durch seine Charaktere, das ist einfach nur herzerfrischend und toll und witzig, humorvoll, ähnlich vielleicht auch wie bei Monkey Island. Ein rundum gelungenes Abenteuer, hat mir sehr viel Spaß gemacht, geht absolut in Ordnung hier, Guardians of the Galaxy. Platz 77, Star Wars Jedi Knight 2. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, aber storytechnisch war das doch eigentlich nur eine recht simple Rachegeschichte, oder? Boah, ich hab's jetzt. Also, ich will hier nicht gegen das Spiel sprechen. Ich liebe das Spiel, vor allen Dingen aber wegen seinem Gameplay, seiner Atmosphäre und seinen tollen, wenn auch nicht immer leicht durchschaubaren Levels. Aber die Story an und für sich, ja. Aber vor Silent Hill 2. No way! Platz 76, Soma. Ein Spiel, was ich nur ganz kurz gespielt habe, eine Stunde oder so. Ich aber den Twist des Spiels weiß, der das Spiel so besonders macht. Allein daher, und ich weiß halt, dass mein geschätzter Kollege Matthias, mein Podcast-Partner, dieses Spiel ebenfalls deswegen liebt, sage ich mal, das ist okay. Ich selbst spreche hier aber nicht aus erster Hand. Ich habe es leider noch nicht durchgespielt. Klingt aber super spannend und gerade der Twist. Platz 75, Metro Exodus. Oh ja, einer meiner Lieblingsshooter aller Zeiten. Aufgrund seiner tollen Spielwelt und der Charaktere, die dort leben. Ich mag diese postapokalyptische Welt, in der die Menschen quasi gezwungen sind, in den U-Bahnen unter Tage zu leben, weil die Oberwelt halt zerstrahlt ist. Das Ganze wird hier aber natürlich noch ein bisschen fortgeführt und im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen, das ist hier der dritte. Und diesmal gibt es einen Grund, an die Oberfläche zu kommen und das Spiel, ja, führt euch dann durch mehrere offenen Welten durch ganz Russland und erzählt in jeder dieser kleinen Welt eine kleine abgeschlossene kleine Story. Das ist quasi ein riesiger Roadtrip durch Russland und es ist wirklich gut gemacht, eine absolute Empfehlung. Bin ich absolut dafür, dass wir das hier mit raufnehmen. Platz 75. Platz 74, Hotline Miami. Habe ich gezockt? Story habe ich gar nicht wahrgenommen. Ist die gut? War ich da zu blutrünstig und habe nur geballert? Ich habe das immer so gar nicht...
Naja, egal. Ja, sorry. Vor Silent Hill 2? Ich weiß nicht. Platz 73. Uncharted 4. A Thief's End. Yes. Also hier sticht natürlich vor allen Dingen auch die Art, wie das Spiel die Story erzählt, total hervor. Nämlich diese unfassbare Präsentation, die Naughty Dog hier an den Tag legt. Das sieht wirklich geil aus und ich mag auch, wie die Charaktere hier reden. Das fühlt sich alles so natürlich an, sie sind auch alle total charismatisch. Richtig realistisch wirkende Charaktere und Dialoge. Und auch die Story an und für sich, das quasi das letzte Abenteuer von Nathan Drake, nicht loskommen von dieser Gefahr, obwohl man eigentlich schon verheiratet ist und das allerletzte Mal, finde ich großartig, auch ein schöner Abschluss für Nathan Drake. Doch, gehe ich mit. Also wenn man storytechnisch die ganzen Uncharted-Titel hier betrachtet, dann ist Uncharted 4 auf jeden Fall sehr berechtigt in dieser Liste. Platz 72, Doki Doki Literature Club. Yo! Das ist ein Storyspiel, wo man, je weniger man darüber weiß, umso besser. Ihr seht hier gerade bestimmt ein paar Bilder. Ich sag mal so, die Bilder spiegeln nicht das wider, was man hier bekommt. Also, ich möchte auch schon fast gar nicht das Genre sagen, in welches das geht, aber es ist ein hyper interessantes Spiel. Das letzte Drittel ist krank. So, das muss auch reichen. Bin ich also 72, super, gute Wahl. Platz 71, GTA 4. Ich weiß, dass dieses Spiel von vielen geschätzt wird, gerade wegen seiner düsteren Geschichte, die halt völlig im Kontrast steht zu früheren GTA-Teilen. Aber ich mag die Absurdität und diese Satire der ersten Teile so sehr. Dieses Überspitzte von GTA Vice City und GTA 3, das mochte ich einfach viel lieber als dieses eher grittigere 2008er Liberty City Abbild. Ich habe den dementsprechend auch nicht durchgespielt. Kann jetzt auch nicht zustimmen, dass der für mich hier reingehört. Aber viele sagen, dass es eine gute Story ist. Also, okay. Platz. Kurzer Einschub aus dem Schnitt. Ich habe Platz 70 vergessen. Wäre Dear Esther gewesen, hätte ich aber auch sowieso nichts zu sagen können, denn ich habe das Spiel nicht gespielt. Platz 69. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Ja, also ihr habt es ja mittlerweile schon mitbekommen, ich bin nicht der größte Fan dieser Bethesda-Spiele. Mir ist das einfach, mir fehlt der rote Faden. Ich will aber nicht absprechen, dass diese kleinen Quests an und für sich, dass die total viel Spaß machen. Immer, du stolperst über irgendeinen kleinen Questgeber, das führt dich zu einer immer größer werdenden Quest und auf einmal bist du der Magierkönig von Weißturm und hast ein eigenes Schloss da oder so. Das finde ich echt cool, das macht schon Spaß. Aber es ist nicht meine Art von Storyspielen. Nichtsdestotrotz will ich hier seinem Status in der Top 100 gar nicht absprechen. Elder Scrolls 5 Skyrim. Platz 68, Grim Fandango. Geilo. Ich liebe diese Tag der Toten-Thematik, die hier auch in, diese mexikanische Tradition, die hier angesprochen wird, ähnlich wie zum Beispiel auch in Coco, was einer der besten Pixar-Filme ist. Und das ist, ich mag Point-and-Click-Adventure der 90er Jahre. Grim Fandango ist super. Ja. Bin ich dafür. 68 geht klar. Platz 67, Tales from the Borderlands. Noch ein Point-and-Click-Adventure, was ich genauso schätze. Hier vor allen Dingen auf jeden Fall wieder aufgrund seines absurden Humors und wie man Handsome Jack mit eingebaut hat, der ja eigentlich der Antagonist des zweiten Teils ist. Und naja, eigentlich ist er dood, ne? Aber man hat ihn hier trotzdem mit eingebaut. Fand ich großartig. Ganz, ganz tolle Charaktere. Loaderbot. Der Knaller. Tolles Spiel. Ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Brauche ich unbedingt mehr. Und da kommt ja auch ein zweiter Teil jetzt, ne? Geil. Tales from the Borderlands. Super. Platz 66. Psychonauts 2. Den habe ich noch nicht gespielt. Ich liebe den ersten. Und ich weiß natürlich, dass es ein bisschen Inception-Style mäßig, dass man die Träume bzw. Gedanken von Charakteren besucht und diese dann völlig abgedreht dargestellt werden. Ich spreche jetzt hier aber leider für den ersten Teil. Ich bin mehr als gespannt auf den zweiten jetzt. Ich habe mir den letztens gekauft und runtergeladen schon. Den muss ich unbedingt nochmal zocken. Kann ich leider aber noch nichts zu sagen. Ich mag aber an und für sich Psychonauts 1 und auch den VR-Teil. Den habe ich auch durchgespielt. Von daher, ja. Platz 65, Elden Ring. Elden Ring ist super. Großartiges Spiel. Und ja, wenn du dir halt so die Story-Sachen anguckst, über General Radahn, was der genau gemacht hat und warum er die Sachen macht, die er tut und wie das denn auf die Welt sich ausgewirkt hat,
Das ist wirklich geil und spannend. Das Problem ist, das habe ich während des Spiels einfach nicht mitbekommen. Viele stehen ja auf diese Art der Geschichtenerzählung in den Souls-Spielen, dass man sich das alles selbst erschließen muss und von den Item-Beschriftungen ablesen muss. Ich bekomme das aber irgendwie immer nicht so wirklich mit, deswegen wirkt das bei mir auch nicht so. Das ist cool, wenn ich dann mir irgend so eine Recap-Videos auf YouTube angucke und dann denke, oh, cool, das ist ja echt geil. Ja, aber im Spiel selbst habe ich das nicht wahrgenommen. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so storytechnisch immer dieses brillante Meisterwerk, sondern immer gameplay-technisch. Aber ja, für mich wäre es jetzt nicht dabei. Platz 64, Crusader Kings 3. Ein Strategie-Taktik-Spiel. Das ist ein typischer deutscher GameStar-Vote, oder? Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich wäre jetzt für mich auch kein Spiel, wo ich eine gute Story drin suchen würde. Vielleicht ist die Art gut erzählt, aber spricht mich nicht so an. Sorry, hab's auch natürlich nicht gespielt. Ich will jetzt ja noch nicht ausschließen, dass ich es mir mal angucke, weil es jetzt hier in der Liste ist und als gutes Story-Spiel gilt. So fair will ich schon sein. Wäre jetzt aber... was soll ich dazu sagen? Ich hab's nicht gespielt. Ne? Platz 63, The Wolf Among Us. Das wiederum hab ich gespielt. Das ist ein tolles Spiel. Großartiges Spiel, auch von Telltale Games. Eine total witzige Welt, eine total witzig gezeichnete Spielwelt, in der Fabelwesen und Menschen miteinander leben. Und hier entspinnt sich eine spannende Detektiv-Mordgeschichte, die wirklich... brachial und gut erzählt ist. Absolute Empfehlung, The Wolf Among Us. Auch hier steht der zweite Teil in den Startlöchern. Ein tolles Spiel. Platz 62, Call of Juarez Gunslinger. Yay! Habe ich nicht letzte Woche noch in den 20 besten Shootern aller Zeiten Call of Juarez gelobt aufgrund seiner erzählerischen Struktur? Und siehe da, ich bin wohl nicht der Einzige. Denn ja, hier liebe ich es auch ähnlich wie in Bastion, wie das Spiel seine Geschichte erzählt. Nämlich indem der Hauptcharakter Silas Greaves im Nachhinein anderen Leuten in einem Saloon erzählt, was passiert ist, wie er seine Aufträge erfüllt hat. Und das Ganze halt nicht nur teilweise witzig, sondern auch immer wieder einfallsreich. Denn er macht Fehler in seinen Erzählungen und das spiegelt sich immer wieder im Gameplay wieder. Indem zum Beispiel Sachen, die er erst erzählt, auf einmal anders sind und dann ändert sich so... das ganze Level und das fand ich super. Ganz, ganz tolle Art der Geschichtenerzählung. Verdient! Call of Juarez, ganz länger. Tolles Spiel, Platz 62. Platz 61, Mass Effect 3. Ja, alle hassen ja immer Mass Effect 3 wegen seines Endes, was... Ja, ich mochte das Ende auch nicht, aber ganz ehrlich, wie hätte man das anderes lösen können als mit diesem erzählerischen Kniff, ne? Aber das Spiel bis dahin an sich... Das war super. Das hat mit die besten Questreihen im ganzen Spiel, wie das mit dem Salarian und den Kroganern, wie das ausgeht. Das ist wirklich großartig. Das hat tolle Momente. Dann die Pilgerreise von Tali und so, wie das inszeniert ist, wie das alles erzählt wird, wie das dann mit den Gästen zusammenläuft, für wen du dich entscheidest. Das ist erzählerisch einfach ein tolles Spiel. Und ich mag vor allen Dingen, wie das Ganze große zusammengeführt wird mit diesen, wir müssen möglichst viele Kriegsmittel sammeln. Das hat so einen großen roten Faden, der euch durch diese vielen kleinen Geschichten leitet. Das mochte ich total, ja. Ja, Mass Effect 3 gehört hier rein. Platz 60, The Witcher 2. Ich habe das Spiel, muss ich zugeben, nicht ganz durchgespielt. Ich bin so 20 Stunden drin gekommen. Es ist auch kein Open-World-Spiel, es ist ein bisschen stringenter als der dritte Teil zum Beispiel. Aber es ist eine durchaus spannende Geschichte. Das muss man dem auf jeden Fall schon zugute halten. Und ich mag auch, dass sich das Spiel ändert, je nachdem, welche Entscheidung du fällst. Also zum Beispiel ein Akt, den spielst du nur, wenn du die eine Entscheidung triffst und wenn du eine andere Entscheidung fällst, dann erlebst du einen komplett anderen Akt, also ein ganzes Level. Das ist, finde ich, schon geil. Das ist schon cool gemacht. Und ich mag auch The Witcher, von daher... Ja, ich habe es leider nicht durchgespielt, deswegen kann ich da schlussendlich jetzt nichts groß sagen. Aber ja, okay, The Witcher 2. Platz 59, A Way Out. Boah, auch einer meiner absoluten Favoriten. Ich liebe das Spiel für die Art, wie es auf einer Metaebene auch noch eine Geschichte erzählt, die gerade hinten raus extrem krass wirkt. Alleine dafür gehört das hier schon hin. Im Grunde ist es nur eine Ausbruchsgeschichte zweier Insassen, die sich gezwungenermaßen anfreunden müssen, um zu überleben bzw. um auszubrechen. Beide haben persönliche Gründe,
diesen Ausbruch zu starten und man fühlt da sehr mit, obwohl es ja eigentlich Verbrecher sind. Und ja, wie gesagt, der Meta-Aspekt mit dem Koop-Gameplay an und für sich, das ist nämlich ein reines Koop-Spiel. Großartig, gehe ich absolut mit, dass das Spiel in diese Liste muss. Tolles Spiel. Platz 58, Outer Wilds. Auch ein Storyspiel, was viele, viele lieben. Ich habe es gespielt und überhaupt nichts kapiert. Was natürlich auch der Sinn dieses Spiels ist, man muss sich alles nach und nach mit weiteren Durchläufen quasi erschließen. Grundprämisse ist, dass du irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten Zeit hast, bevor ein Universum implodiert und ihr rast mit eurem Raumschiff vom Planet zu Planet und müsst entdecken, was hier so passiert ist. Das ist es, glaube ich. Soll hochgradig spannend sein. Bin da irgendwie nicht reingekommen. Ich müsste vielleicht nochmal mich daran setzen. Gerade wenn ich das hier so weit oben in einer besten Liste sehe. Platz 57, Enderal, Forgotten Stories. Das ist eine Skyrim-Mod, ne? Habe ich leider nicht gespielt. Sorry. Vor Silent Hill 2? Platz 56, System Shock 2. Das erste Shock-Spiel, ich gehe davon aus, dass noch weitere folgen, lebt natürlich aufgrund von Shodan, einem der beeindruckendsten Antagonisten der Videospielgeschichte. Und ja, das ist ein gutes Spiel. Ein bisschen veraltet, muss man sagen, von seiner Struktur her, aber das macht die Story ja nicht schlechter. Doch, ist okay. Platz 56, System Shock 2. Platz 55, RimWorld. Das scheint mir ein PC-Spiel zu sein, denn jetzt kenne ich überhaupt nicht und sagt mir überhaupt nichts. Sorry, bin ich raus. Vor Silent Hill 2? Platz 54, The Banner Saga. Ein Taktik-Rollenspiel, wo ich den ersten Teil auch gespielt habe, der vor allen Dingen sein Gameplay mit immer wieder narrativen Entscheidungen koppelt, die natürlich ja, moralisch nicht ganz leicht sind. Es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt nur Grauzonen und man muss hier viele Entscheidungen treffen. Das war vor 10 Jahren, als es rauskam oder so, noch ein bisschen erfrischender, als es heute ist, wo das gefühlt jedes zweite Spiel, naja, das ist doch übertrieben, wo das aber sehr viel gemacht wird. Ne, aber so damals die Banner Saga und Papers, Please, dieses moralische Abwägen, was ist hier gut, was ist richtig oder was ist für mich besser, das fand ich schon cool. Also The Banner Saga, ja, wäre bei mir aber nicht so weit oben, muss ich auch sagen. Platz 53, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja, ich mag das Spiel. Es ist ein tolles Point-and-Click-Adventure. Aber die Story an und für sich ist jetzt einfach nur so ein, sorry, generischer Indiana Jones-Plot. Es ist witzig, es ist total charmant und es ist toll präsentiert für die damalige Zeit. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht genug in Erinnerung. Obwohl ich es erst vor 1 oder 2 Jahren auf der Wii nochmal gespielt habe, wenn auch nicht durch. Wäre jetzt für mich nicht so weit oben, sorry. Nee. Aber ein geiles Spiel, also geiles Spiel, das soll ja nichts an der Qualität selbst des Spiels schmälern. Also ne? Naja, aber storytechnisch. Oder übersehe ich da was? Naja. Platz 52, Max Payne 2. Ja. Toll, einer der besten narrativ getriebenen Third-Person-Shooter. Der erste ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser technisch, also von der Story her, weil mit seinem, das ist noch ein bisschen düsterer. Aber auch hier viele tolle Momente mit den Albtraumsequenzen und ja, doch, brauchen wir gar nicht diskutieren. Super. Platz 51, Half-Life 2. Ja, ja, also auch narrativ ein toll erzähltes Spiel, was mir aber vor allen Dingen auch aufgrund seiner Struktur, seines Environmental Storytelling noch viel besser gefällt. Ich mag, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich liebe es, dass das quasi ein großes Abenteuer ist. Man muss auch natürlich würdigen, wie, obwohl, da ist der erste, glaube ich, den ersten muss man das noch mehr ankreiden, was er für Storytelling in Videospielen bzw. in First-Person-Shootern gemacht hat. Das muss man dem schon hoch anrechnen. Aber Half-Life 2 habe ich letzte Woche erst zum besten First-Person-Shooter aller Zeiten gewählt. Und dazu gehört natürlich auch sein narratives Gerüst. Und ja, geil. Ja, Platz 51, Half-Life 2. Platz 50! Undertale. Yes! Tolles, tolles Ein-Mann-Rollenspiel, was immer wieder eure Erwartungen bricht und ich glaube, mittlerweile hat es jeder mitbekommen, dass nicht so ist, wie es dort scheint. Kultspiel, auf jeden Fall Top 50, passt. Platz 49, Persona 5. Habe ich auch erst vor 2 Jahren während der Pandemie, während der Quarantänezeit gespielt. Da hatte ich endlich mal die Zeit dafür. Absolut großartig geschriebenes JRPG. Ich mag den Gesamtplot, diese Story, die dahinter steckt, aber ich mag auch die Charaktere an und für sich. Brauchen wir nicht diskutieren. Absolut verdient in dieser Liste. Platz 48, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Es zählt das gleiche wie Skyrim, Morrowind, Fallout.
bin kein Fan von den Bethesda-Spielen. Ich habe aber auch gehört, dass narrativ Oblivion am besten sein soll von diesen ganzen Spielen. Ist aber nicht meins. Platz 47, Brothers, A Tale of Two Sons. Von den Starbreeze Studios und dem Macher von It Takes Two und A Way Out. Ja, großartiges Spiel, fantastisch geschriebene Geschichte, hoch emotional mit einem der besten Knopfdrückmomente, ich kann es nicht besser ausdrücken, der Videospielgeschichte. Du drückst hier nur einen Knopf, aber der Kontext, der emotional, narrativ hier mitgegeben wird, ist so krass, mega geil. Platz 47 für mich auch, wahrscheinlich sogar noch weiter oben, Brothers A Tale of Two Sons. Platz 46, Half-Life. Wie ich schon eben gesagt habe, es gilt das gleiche wie für Half-Life 2, nur Half-Life hat es quasi eingeführt, damals schon. Environmental Storytelling, ne? Storytelling in einem First-Person-Shooter, das muss man Half-Life hoch ankreiden. Sage ich nichts, muss hier mit rein. Platz 45, Portal. GLaDOS ist cool. Aber im Grunde ist es ja nur eine dass man so dahinter kommt, dass dieses Testen, was GLaDOS mit euch will, vielleicht, dass da mehr hintersteckt, das ist schon spannend. Ich bin eher der Fan von Portal 2 mit Wheatley und so, das ist einfach mehr ausgearbeiteter. Wäre für mich nicht in der Top 50, muss ich ganz klar sagen. Ich würde hier Portal 2 nehmen. Platz 44, Final Fantasy 7. Bisschen niedrig, ne? Ich will nicht sagen, dass Final Fantasy 7 den besten Plot an und für sich hat, aber die Art, wie es seine Geschichte erzählt, die war damals bahnbrechend. Darüber hinaus gibt es natürlich legendäre Momente, ikonische Momente, die den Großteil der Spieler damals zum ersten Mal in diesem emotionalen Umfang erst erlebt hat. Ne, ich will nicht spoilern, aber jeder kennt, glaube ich, die Aerith-Sache. Und ich mag auch, dass das Spiel viele tolle Geschichten erzählt, die auch, dass es sich an den richtigen Stellen nicht ernst nimmt und an manchen Stellen halt, wie gesagt, hochemotional ist. Muss für mich weiter nach oben. Ist für mich eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Hier passt einfach alles. Aber gut, GameStar ist mehr so das PC-Magazin. Ich kann verstehen, dass sie das nicht so weit nach oben packen. Platz 43, To the Moon. Was ist denn hier passiert? Wie kann das Spiel nur auf Platz 43 sein? Denn ja, wir können hier diskutieren, was wichtiger ist, wie eine Geschichte erzählt wird oder was erzählt wird. Aber wenn wir gewichten, was erzählt wird, dann gibt es keine Geschichte, die besser ist als To the Moon. Das ist für mich die beste Geschichte in fast jedem Medium. Die Geschichte an und für sich ist so gut gemacht, sie funktioniert auch nur in einem Videospiel und dementsprechend würde ich das hier als eins der besten Story-Spiele überhaupt werten. Für mich auch eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ja, es ist ein Indie-Spiel, Gameplay ist kacke, es sieht nicht besonders gut aus, aber es hat tolle Charaktere und wirklich einen der besten Plots der Videospielgeschichte oder überhaupt. Leute, weiter nach oben. Platz 42, hier Plague Tale Innocence. Oh, auch ein Spiel, was ich sehr schätze. Ich mag die Charaktere in diesem Spiel. Der Plot an und für sich ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Ich mag aber die Stimmung, die Atmosphäre, auch das Gameplay ist toll gemacht und die Charakterbögen bzw. die Entwicklung der beiden Charaktere, wie Amicia gezwungenermaßen zu dem wird, was sie wird, okay, ja, doch, das ist gut, ist ja auch der Narrativ begründet, ja, kann man auf jeden Fall in die Top 100 packen, aber vor Silent Hill 2 und To the Moon? Ich weiß ja nicht. Platz 41, Divinity. Original Sin 2. Leider nicht gespielt. Ich höre immer wieder Gutes, aber ich kann nichts zu sagen. Ich liebe aber Divine Divinity 2 Eco Draconis. Das ist auch ultra gut geschrieben und ultra witzig. Platz 40, Bioshock Infinite. Storytechnisch der wahrscheinlich dritt- oder zweitbeste Shooter, Ego-Shooter aller Zeiten. Eine unfassbar spannende Geschichte, eine unfassbar gut aufgebaute Welt. Den besten Sidekick der Videospielgeschichte mit Elizabeth. Klingt jetzt für mich danach, als müsste das wesentlich weiter nach oben. Weil in einem Shooter findest du kaum eine bessere Geschichte als die von Bioshock Infinite. Auch ein mindblowing Ende am Schluss. Bisschen weit unten, ne? 40. Ich meine, das Gameplay ist nicht das Beste, aber das soll ja hier nicht zur Bewertung führen in diesem Story-Spiel-Ranking. Naja. Platz 39, Assassin's Creed 2? Ja, ich mag Assassin's Creed 2 und ja, das hat auch eine witzige Geschichte mit Ezio, die Auditore di Firenze. Das ist ein toller Charakter und es gibt viele tolle
Charaktere in diesem Spiel, aber eine tolle Nee, auch kommt, Leute. Doch nicht vor Silent Hill 2, vor To the Moon oder Bioshock Infinite. Nein, nee, weiter nach hinten. Platz 38, Ghost of Tsushima. Das sehe ich zum Beispiel doch hier deutlich weiter vorne, wenn es um Open-World-Action-Adventure steht. Also Gott sei Dank steht das hier vor Assassin's Creed 2. Denn das hat etwas, was mich total gereizt hat an einem Spiel dieser Art. Denn es hat eine tolle, übergreifende Story, die mich wunderbar durchs Spiel geführt hat, die mich total interessiert hat. Und darüber hinaus diese vielen kleinen Fraktionen bzw. Charaktere, mit denen ich mich anfreunden muss, die ich für meine Idee begeistern muss. Und dazu dann immer noch so einen moralischen Twist mit anderen Charakteren. Großartiges Spiel ist, es war mein Spiel des Jahres 2020. Ghost of Tsushima ist wirklich ein großartiges Spiel und ja, das kannst du hier wirklich ohne Bedenken in die Top 50 der besten Storyspiele aller Zeiten packen. Platz 37, Day of the Tentacle. Auch eins meiner Lieblings Point-and-Click-Adventure überhaupt und ich liebe, wie es halt das Gameplay narrativ verbindet, indem es das Ganze mit einer Zeitreisegeschichte paart. Tolle, witzige Charaktere, ja. Platz 37, super, Day of the Tentacle. Platz 36, Hades. Auch cool, gerade weil es in seinem Genre als Roguelike so viel anders macht und dem ganzen Narrativ noch so viel Gewicht gibt und das Ganze so schön miteinander verbindet. Habe ich auch schon oft erzählt, super Spiel, auch einer meiner Favoriten des Jahres 2020, spielt Hades. Nicht nur wegen seines Gameplays, sondern auch wegen seiner Geschichte und seiner Charaktere. Platz 35, Telltales The Walking Dead. Ja, das hat wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Hier stimmt sowohl der Plot, der eigentlich recht simpel ist. Ihr freundet euch oder ihr findet ein kleines Mädchen in einer Zombie-Apokalypse, tut euch zusammen und versucht zu überleben. Aber was euch auf diesem Weg passiert und wie das Ganze hinten raus endet, das ist einfach nur dramatisch toll und hat immer wieder tolle Momente. Viele, viele kleine, wundervolle und auch spannende Geschichten. Ich denke da an das kleine Farmerhaus und so, die Sache mit dem Arm und boah, ein großartiges erzählerisches Meisterwerk, weil gameplay-technisch erlebt ihr hier wirklich nichts. Wäre für mich, wenn es nur um die Story geht, nur um den Plot, beziehungsweise und auch die, wie es erzählt ist, weiter oben. Es hat beides passt hier. Platz 35, aber hier nur. Platz 34, Alan Wake. Ja, ich mag auch hier, wie das Ganze so ein bisschen wie Silent Hill 2 die Spielwelt bzw. das Gameplay anpasst ans Narrativ, denn es ist schwer zu beschreiben. Denn ihr seid hier ein Alan Wake, ein Schriftsteller mit Schreibblockaden und ihr stellt euch quasi... Ja, spielt es. Gutes Spiel. Schönes Horrorspiel. Wäre für mich ein bisschen weiter hinten, aber tolles Ding und bald kommt Teil 2. Platz 33, Firewatch. Und das sehe ich hier zu Recht in dieser Liste, denn Firewatch ist eine Geschichte, die selten vorkommt in Videospielen, die ganz, ganz anders ist und die etwas anderes auch für mich darstellte, als ich zuerst vermutete, was mich überrascht hat. Ihr seid hier nämlich ein Parkwächter, der keinen Kontakt habt zu anderen Menschen, außer zu euren anderen Parkwächtern, mit denen ihr per Funk in Kontakt tretet. Und hieraus entspinnt sich dann eine spannende kleine Geschichte zwischen einem Mann und einer Frau. So eine kleine Mystery-Story, aber auch etwas anderes, was ich hier nicht spoilern will. Und es war echt süß gemacht und bricht oftmals eure Erwartungen. Also dadurch, dass es so einzigartig ist und wie es gemacht ist, absolut verdient in dieser Liste, ist mal was ganz anderes. Platz 32, It Takes Two. Kommen wir zum nächsten Spiel von Joseph Fares nach A Way Out und A Brothers, A Tale of Two Sons. Und wir hatten doch, glaube ich, noch etwas von ihm, ne? It Takes Two. Aber storytechnisch? Es ist ein super Spiel, eins der besten Spiele der letzten Jahre, vor allen Dingen gameplay-technisch und auf seiner Koop-Komponente, aber die Story an und für sich, okay, die ist nett, der Plot ist witzig, charmant geschrieben, dient meiner Meinung nach aber nur als mehr als Mittel zum Zweck. Obwohl, naja, es gibt auch ein bisschen Charakterentwicklung, ja, doch, okay, ja, doch, ist narrativ schon auch spannend und zuckersüß und charmant und witzig, es ist witzig. Ja, okay, ich gehe mit. Mir wäre es mit Platz 32 wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Aber in die Top 100 kann man das wählen. Platz 31, The Last of Us Part 2. Das wahrscheinlich kontroverseste Spiel der letzten Jahre. Naja, und warum? Aufgrund seiner Story. Ich sag's immer wieder, man muss die Story nicht mögen, die hier erzählt wird. Aber die Art, wie sie erzählt wird, die ist großartig. Selten hat mich ein Spiel so mitgenommen. Und das muss man dem Spiel hoch anrechnen. Und wenn du über die besten Story-Spiele redest, dann gibt es kaum ein Spiel, was mich so emotional berührt hat wie The Last of Us 2. Was jetzt nicht zwangsweise heißt, dass ich The Last of Us 1 nicht noch besser finden würde, weil mich das noch mehr
begeistert hat oder angesprochen hat. Aber rein storytechnisch gesehen, ganz ehrlich, wenn du diese Story schreiben willst, diese Art der Geschichte, dann zeig mir ein Spiel, welches es besser gemacht hat. Vor allen Dingen das Ganze dann noch mit dem Gameplay verwoben. Sorry, das müsste rein storytechnisch gesehen, ne, rein objektiv, subjektiv darf jeder empfinden, was er will. Nicht jeder mag das, was erzählt wird, ne, das sage ich nochmal ganz klar. Aber wenn jemand diese Geschichte erzählen will, dann geht es kaum besser, wie The Last of Us Part 2 es gemacht hat. Platz 30, GTA 5. Zum Beispiel deutlich besser als GTA 5. GTA 5? Das war nett. Habe ich da was übersehen? Ich hab GTA 5 auch nicht durchgespielt, weil es mich nicht so gereizt hat und das irgendwie, ja, die Charaktere sind unterschiedlich und eine Art Satire auch auf andere Charaktere aus der eigenen Reihe, aber nee, das hat mich überhaupt nicht gehuckt. GTA 5 vor The Last of Us 2, Silent Hill oder To the Moon? Platz 29, Max Payne 1. Habe ich vorhin schon gesagt, Max Payne 1, unfassbar gute Stimmung und tolle Charaktermomente, tolle Rachegeschichte, großartig, ja. Platz 28, Portal 2. Ich finde auch Portal 2 besser. Hier ist die Welt deutlich besser ausgearbeitet. Du hast mit Wheatley noch einen anderen Charakter dazu bekommen und es ist viel, viel größer, besser von allem. Portal 2, großartiges Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es narrativ so weit oben einordnen würde, so, beide Spiele. Wie gesagt, mir ich mag einen guten Plot lieber als die Art, wie eine Geschichte erzählt wird. Dementsprechend wäre es bei mir deutlich weiter hinten. Platz 27, The Stanley Parable. Ja, da brauchen wir, glaube ich, wenig diskutieren. The Stanley Parable ist unfassbar clever und witzig geschrieben. Es ist eine Art, ja, Meta-Humor bzw. Satire aufs Medium-Videospiel selbst und das auf eine sehr kreative Art und Weise. Es macht total Spaß, die vielen, vielen unterschiedlichen Enden und Geheimnisse zu entdecken und ja, es ist sehr, sehr, sehr einzigartig, von daher muss das hier auf jeden Fall in so eine Top 100. Platz 26, Mass Effect. Geiles Spiel, rundum gelungenes Spiel, storytechnisch auch noch besser als der dritte, weil er halt so natürlich, so organisch wirkt. Du lernst deine Crew so richtig schön kennen, nichts ist hier so aufgesetzt, du lernst die alle innerhalb der Welt kennen, die sind nicht einfach nur da, wie das so teilweise in Teil 2 war. Das hat mir richtig gut gefallen und ultra krasse Geschichtsentscheidung, die du da machen musst und Caden ist langweilig. Platz 25, What Remains of Edith Finch. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Hier ist vor allen Dingen die Sache, wie es erzählt wird. Nicht von dieser Welt. Großartig. Und ich will ja auch gar nicht spoilern. Und der Plot an und für sich ist jetzt nichts ganz Großes, ne? Aber wie das erzählt wird, absolut mindboggling und so kreativ. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, ich habe es schon so oft gesagt, wäre für mich viel, viel weiter oben. Einer der besten Walking-Simulatoren aller Zeiten. Platz 24, Baldur's Gate, Schatten von Amn. Muss ich sagen, habe ich nie wirklich weit gespielt. Ich kann da jetzt narrativ nichts zu sagen zu diesen, wie hießen die Engine-Spiele? Unity Engine? Nein, wie hieß diese Engine? Diese ganzen damaligen 2000er BioWare-Rollenspiele von Neverwinter Nights bis, ne, Baldur's Gate. Wenn ich da eins auf der narrativen Ebene wählen sollte, dann wäre es für mich ganz klar Planescape Torment. Aber, also ich will auch nichts gegen Baldur's Gate sagen. Ich habe es einfach nicht durchgespielt, um es abzuwerten. Für mich wäre es aber eher sowas wie Planescape Torment. Ne? Naja, Platz 23, This War of Mine. Habe ich ganz kurz gespielt? Hat das so eine gute Geschichte? Das ist doch nur wieder so ein moralisches Dilemma-Ding, oder? Wo Gameplay quasi ähnlich wie bei Papers, Please darauf, also mit Kontext gepaart ist, der euch immer wieder ein schlechtes Gewissen gibt, wo ihr moralische Entscheidungen treffen müsst, die quasi auf der einen Seite blöd wirken, aber euch eigentlich Vorteile bringen, beziehungsweise andersherum. Ja, ich fand nicht, ein Papers, Please hat mir eigentlich alles gegeben, was ich da brauche. Ist natürlich oftmals gemacht, aber This War of Mine, ist das so gut? Naja, okay, habe ich leider nicht zu weit gespielt, um das zu beeinflussen, um das bewerten zu können. Platz 22, Vampire The Masquerade Bloodlines. Ja, ein sehr, sehr schönes Rollenspiel. Hier gefällt mir vor allen Dingen, dass du unterschiedliche Vampirgattungen spielen kannst und die Spielwelt anders auf dich reagiert. Und das ist schon narrativ begründet und natürlich dementsprechend geil. Das muss man dem Spiel sehr zugute halten. Teilweise, dass dir Leute ausweichen oder anders mit dir agieren. Ja, das ist gut. Das ist narrativ begründet. Super.
Wäre mir jetzt nicht so wichtig, wie gesagt, ich bin eher der Plot-Typ, aber Top 100 geht auf jeden Fall klar. Tolles Spiel. Platz 21, God of War, der PlayStation 4 Titel. Auch ein fantastisches Spiel. Hier stimmt der Plot, hier stimmt die Art, wie es erzählt wird, sowohl von den Charakteren als auch der Inszenierung an sich. Wirklich, da gibt es kaum Besseres. Mir gefällt auch die Struktur hier, weil das alles ein One-Taker ist, ein Abenteuer. Es gibt quasi keinen Schnitt von Anfang bis Ende. Ganz, ganz großartiges Kino mit richtig krassen Charaktermomenten. Wow. Ragnarok, bitte komme schnell. Platz 20. The Secret of Monkey Island? Der dritte Monkey Island Teil auf dieser Liste? Jetzt gilt genau das gleiche wie für die anderen beiden. Plot ist simpel, die Art, wie es erzählt wird, ist cool und witzig und hat man vielleicht damals nicht so erlebt. Aber muss man hier wirklich alle drei Spiele reinnehmen? Wie gesagt, wirklich toller Humor und alles. Aber nee, das wird mir hier nicht reichen für einen Top 20 Platz, so sehr ich das Spiel auch mag. Sorry. Platz 19, Papers, Please. Genau das gleiche wie bei This War of Mine. Ihr seid ein Grenzbeamter und müsst halt ja, Leute ablehnen oder durchlassen. Und das Ganze basiert halt immer wieder so auf so keinen Schwarz-Weiß-Entscheidungen, sondern so eine Grauzonen-Entscheidung. Ne? Es gibt kein richtig, kein gut, sondern ihr müsst so ein bisschen selbst gucken, was wollt ihr machen, weil wenn ihr zu viel Gutes tut, dann schadet das eurem eigenen Geld, denn ihr müsst eigentlich Geld verdienen und das verdient ihr, indem ihr möglichst viele abarbeitet. Ne? Und ja, das hat mir auch total gut gefallen damals bei Papers, Please. Wäre mir jetzt aber zu wenig für Top 20 ist. Ne? Wäre weiter hinten. Wenn du ein Lukas Pope-Spiel hier nimmst, dann bitte Return of the Obra Dinn. Das beste Detektivspiel aller Zeiten. Das bietet narrativ, finde ich, noch ein bisschen mehr. Platz 18, Warcraft 3. Geil, mega epische Fantasy-Story, tolle, tolle Helden, tolle, tolle Charaktermomente, tolle Cutscenes, geil inszeniert. Großartig, ich liebe Warcraft 3, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Brauche ich nicht mehr zu sagen, wäre auch meiner Top 20. Platz 17, Mafia. Ja, tolles Action-Adventure, schöne Coming-of-Age-Story, möchte ich mal so sagen. Ne? So wie man anfängt bis zum Ende, eine Mafia-Geschichte, ganz, ganz viele erinnerungswürdige Level in diesem Spiel vom ekligen Rennen bis hin zu der Bordellsache und so. Also toll. Tolles Spiel. Großartig. Tolle Geschichte. Ja, bin ich dabei. Platz 16. Red Dead Redemption. Auch ein schönes Spiel. Auch ein fantastisches Spiel. Die Story von John Marston, der sich quasi aufgrund von Erpressung, sage ich es mal, gegen seine alte Gang stellen muss, ist super. Legendäres Ende, toll geschriebene Questlinien und ganz, ganz toll inszeniert mit seiner Spielwelt und seiner Musik. Aber es gibt da noch einen anderen Teil, der besser ist und der für mich auch erst den ersten Nachhinein noch besser gemacht hat. Aber ja, ich mag Red Dead Redemption 1 total. Ich finde, der spielt sich auch ein bisschen hakelig noch im Gegensatz zum zweiten, obwohl der sich noch viel, viel langsamer spielt. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Warum erzähle ich eigentlich noch weiter? Platz 15, Cyberpunk 2077. Okay, ich muss zugeben, der Plot an und für sich und die Story-Quests sind das Beste an Cyberpunk, aber so gut? Fand ich das jetzt auch nicht. Da ist für mich ein Witcher 3 deutlich besser gewesen. Ja, es hat ein paar witzige Questlinien an und für sich, wo man immer wieder so ein bisschen guckt und abwägen muss, so was ist menschlich, was nicht. Und ich mag Johnny Silverhand als Charakter total cool. Ich mag, wie er eingebaut ist in der Story. Das ist auch absolut der Höhepunkt des Spiels. Aber es hat mich nicht so emotional mitgenommen, wie es hätte müssen, um es noch weiter oben nach mir zu packen. Und auch das Spielerlebnis an und für sich war nicht so geil, als dass es jetzt so weit hier oben wäre. Der Weltenaufbau, ja, okay, aber nee, also nee. 15 besten Storys in Storyspielen in Videospielgeschichte, nee, nee, liebe GameStar, nein. Auch trotz der ganzen Patches, nein. Vor Silent Hill 2, nein, nein, nein. For to the Moon, also bitte. Platz 14, Hellblade, Senua's Sacrifice. Ich liebe Hellblade und ja, aufgrund seiner Story, denn gameplay-technisch ist das hier sehr, sehr seichte Kost, aber wie dieses Spiel die mentalen Probleme, sage ich mal, von Senua visuell darstellt und das Ganze zu einem Spiel verknüpft, zu einem Abenteuer, zu einer Reise, mit dieser ganzen audiovisuellen Untermalung, einfach der Wahnsinn. Hammer, hammer geil. Also ja,
Ja, wer war der Redakteur? Petra hat's geschrieben. Ja, Petra, gehe ich mit. Hellblade, super Spiel, ich freue mich schon auf Teil 2. Ich hoffe, der geht in ähnliche Sphären. Platz 13, Deus Ex 1. Habe ich nie gespielt. Also, ja, ich habe den einmal kurz angespielt, aber habe ich nie durchgespielt. Ich habe Teil 3, also Human Revolution und Mankind Divided durchgespielt. Die mag ich auch total gerne, aber nicht Deus Ex 1. Basierend auf den anderen Teilen wäre es für mich aber auch eher so, geht es Richtung nicht der Grundplot, sondern die kleinen Nebengeschichten machen das Spiel aus. Ist halt nicht so meine Art der Geschichtenerzählung. Ich mag den großen, gesamten Plot lieber. Ich weiß, das hat viele Fans, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, wäre nicht in meiner Top-Liste aufgrund von nicht gespielt. Platz 12, Knights of the Old Republic. Das hingegen schon. Denn das ist wirklich eine der besten Star-Wars-Geschichten der Videospielgeschichte. Ne? Nicht nur aufgrund seines krassen Twists am Ende, sondern es gibt hier viele interessante Charaktere, es gibt viele tolle Welten und viele schöne Questlinien und natürlich dieses ja, moralische, helle, dunkle Seite-System, wo man sich dann auch immer noch entscheiden muss. Man hat also selbst noch so einen Einfluss. Ja, super, super Storyspiel. Knights of the Old Republic. Platz 11. Horizon Zero Dawn. Leute, ich bin Sony-Fan, ne? Aber Horizon Zero Dawn, eines der besten Storyspiele aller Zeiten? Also okay, es hat wirklich so von allem ein bisschen. Es hat einen interessanten Plot, es hat eine super interessante Spielwelt, es hat viele kleine interessante Quests und es ist auch richtig krass inszeniert. Also es hat von allem, ist es echt wirklich super gut, aber in keinem dieser Bereiche ist es halt on top. Das heißt, also weißt du, für mich zumindest persönlich. Ja, Aloy, super Charakter. Ja, das mit den mechanischen Dinosauriern ist eine super interessante Prämisse. Sieht super krass aus, das Gameplay, die Spielwelt, alles toll. Aber es hat irgendwie fehlt mir überall so der letzte Dings, um es ganz nach oben zu stellen. Also nee, das wäre nicht bei mir in der Top 11. Mir war das alles zu kontextlos mit den ganzen Sammelsachen und so. Das hat mich so gestört. Da war so viel Gesammel und Geschluder und nebensächliche Quests. Das hat mir das Ganze verwässert. Naja, egal. Platz 10, Spec Ops The Line. Geilo. Geilo, GameStar. Das ist wirklich eines der besten Third-Person-Shooter-Spiele aller Zeiten. Eine abgewandelte Form von Heart of Darkness, also Apocalypse Now, in Videospielform verlagert nach Dubai. Wirklich super krass erzählt, mit ganz, ganz tollen, dramatischen Charaktermomenten, das euch als Spieler auch immer wieder den Spiegel vorhält. Also auch gerade auf der Meta-Ebene wirkt dieses Spiel unglaublich. Habt schon ein paar Mal erzählt, was mir da passiert ist. Super, ich liebe das Spiel. Ja, super. Ganz, ganz tolle Wahl hier. Platz 10, Spec Ops The Line. Platz 9, Mass Effect 2. Eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ich mag die Grundgeschichte, den Plot, der ist so geil. Es gibt kein Spiel, wo Story und Gameplay, Narrativ, also so ineinander greifen wie hier das Ganze am Schluss in der letzten Mission. Wirklich, wirklich dramatisch, episch. Selten fühlte man sich so verbunden mit seiner Crew. Selten fühlte man sich so als Captain oder als Commander einer Crew. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, wirklich tolle Quests und ganz, ganz, ganz tolle Charaktere. Also die aus dem ersten Teil dabei sind, die vergisst man auch einfach nicht mehr. Wirklich, wirklich super. Mass Effect 2. Ja. Platz 8. Life is Strange. Ja, ich mag Life is Strange. Ja, das hat super krasse emotionale Wucht. Also das ist natürlich schon, je mehr du erzählst, umso warum es so gut ist, umso mehr vernimmst du den Spaß von diesem Spiel. Deswegen kann ich das auch nur empfehlen. Ist wieder so ein Point-and-Click-Adventure à la Telltale. Es ist nicht von Telltale, sondern von Dontnod. Ja, mit Zeitreise-Element, was ich sowieso super finde. Ja, doch. Wäre jetzt nicht in meiner Top 10, aber das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich in so einer Liste erwähnen würde. Platz 7, Dragon Age Origins. Dragon Age Origins ist ein super Rollenspiel von BioWare. Auch hier gilt das Gleiche. Mir sind nicht so viele Sachen hängen geblieben von den einzelnen Quests an und für sich. Was hängen bleibt, sind natürlich die Origin-Stories, dass du jeden Charakter, den du spielst, individuell anpassen und eine eigene Hintergrundgeschichte geben, die das ganze Spielerlebnis anpasst. Andere Charaktere, ähnlich wie im Vampire The Masquerade, reagieren anders auf dich. Vor allen Dingen auch eigene Gruppenmitglieder, was das Ganze sehr interessant macht. Auch so die Story mit dem grauen Wächtern und so ein bisschen ist super episch inszeniert, das stimmt schon. Doch, ja doch, und es hat ikonische Charaktere. Ist ein geiles Spiel auf jeden Fall.
Wäre wohl jetzt nicht in meiner Top 10, aber kann ich auch nicht gegen argumentieren. Es ist schon super. Platz 6, BioShock. Klar. Narrativ der beste First-Person-Shooter aller Zeiten. Vom Weltenaufbau über die spannend geschriebene Geschichte und was du erlebst in diesen einzelnen Bereichen der Unterwasserstadt Rapture ist wirklich großartig. Dazu, naja, diese ganzen Nebengeschichten, die du dir selbst erarbeiten musst durch diese Kassettenrekorder, die da rumliegen. Und dazu natürlich dann noch der Twist und dieser Meta-Kommentar, der dich als Spieler halt auch direkt mit einbezieht. Wahnsinnig, also wirklich, wirklich gut. Ich würde das auch in meine Liste packen, relativ weit oben. Also der narrativ beste First-Person-Shooter aller Zeiten, BioShock. Verdient hier in der Top 10. Platz 5, Fallout New Vegas. Ja, es ist mein Lieblings-Fallout. Und ja, es hat einen interessanten Plot, sage ich mal so. Und ich muss auch sagen, hier hat mir das Environmental Storytelling, also das Erzählen einer Geschichte anhand der Spielwelt, deutlich besser gefallen als in Fallout 3 zum Beispiel. Das muss man dem Spiel hier schon sehr hoch anrechnen. Aber im Grunde ist es halt auch so eine Art Choose-Your-Own-Adventure-Spiel. Du kannst halt alles so lösen, wie du willst, was es schon interessant macht, aber nicht die Lieblingsart ist, wie ich Geschichten bekomme. Ich mag das Spiel total gerne, aber nein, Top 5 wäre es bei mir nicht. Aber es ist auch schon wieder so lange her, wo ich das gespielt habe. Ich versuche mich gerade zu erinnern an erinnerungswürdige Questlinien oder so. Mir fällt aber nichts ein, außer halt an den Mainplot, wo du halt erschossen wirst und dann ja dieser Rachefeldzug gegen Vegas. Ja, es gibt da Fraktionen überall und so, das ist witzig gemacht, aber ich kann das unmöglich gutheißen in der Top 5, sorry. So sehr ich das Spiel auch mag, muss ich auch sagen. Platz 4, The Witcher 3. Ja. Das ist das beste Open-World-Rollenspiel, das beste westliche Open-World-Spiel, weil es einen richtig spannenden Plot bietet, die Suche nach Ciri, aber geschmückt mit richtig tollen Nebenquests und einer Struktur, die euch wunderbar durch diese Spielwelt führt. Du bist immer genau richtig lang am richtig langen Ort und wirst dann zum nächsten Ort geführt. Du könntest natürlich alles machen, was du willst, das kannst du natürlich, aber ich mag das lieber, wenn du so ein bisschen Führung hast, wenn du im Süden anfängst, Richtung Novigrad, dann nach Skellige und so weiter und so fort, Ochsenfurt. Wahnsinnig toll geschriebene Charaktere, wahnsinnig toll geschriebene Questlinien, spannende, spannende Missionen und das Ganze kumuliert natürlich auch episch hinten raus. Ein absolutes Meisterwerk, also wirklich narrativ gesehen, aber auch spielerisch fand ich super. Vor allen Dingen die Größe dieser Welt, gepaart mit der Güte der Story und des Narrativs, das habe ich einfach bis dahin irgendwie noch nicht erlebt und ja, das ist Meisterwerk. Witcher 3 ist ein absolutes Meisterwerk und ich freue mich schon dermaßen auf den neuen Teil, der da vor kurzem angekündigt wurde. Super. Platz 3, The Last of Us. Mein persönlicher Favorit der Reihe und ein wirklich tolles, tolles Spiel, getrieben von seinen beiden Charakteren. Auch hier ist der Plot relativ simpel. Du hast halt Ellie, ein Mädchen, das in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit von einer Art Pilzvirus befallen ist und alle zu zombieartigen Wesen werden lässt, die immun dagegen ist. Und du bist Joel, ein Mann, der seine Tochter vor vielen Jahren verloren hat, der sich Ellie annimmt und sie als eine Art Proxy-Vater durch diese Spielwelt führt. Und darauf aufbauend erlebt ihr einen Roadtrip durch viele unterschiedliche Bereiche und Orte, wo ihr immer wieder kleine Geschichten erlebt. Das Ganze hoch emotional mündet in eine der für mich emotionalsten Momente der Videospielgeschichte. Das hat mich damals so abgeholt und genau, ich sag's ja, das, was Joel dort macht, ist mir scheißegal, was ihr denkt. Genau so hätte ich auch gehandelt. Leckt mich doch alle am Arsch. Ja, eins der großartigsten Videospiele aller Zeiten. Angeblich ist ein Remake in Arbeit. Warum auch immer das schon ein Remake braucht. Ja, und natürlich auch nur, deswegen funktioniert der zweite Teil überhaupt so und wurde so diskutiert so hart. Das ist auch einer der Gründe, warum der zweite Teil so kontrovers behandelt wurde, weil der erste halt so einen emotionalen Impact hatte. Ein Spiel, was sowas schafft, gehört hier in die Top 3, wäre für mich auch ganz, ganz, ganz weit oben, wenn es um Storyspiele geht. Platz 2, Red Dead Redemption 2. Ja, ja, das ist ein fantastisches Storyspiel. Und auch hier muss man dem Spiel hoch anrechnen,
das es geschafft hat, im Nachhinein seinen Vorgänger, der eigentlich ein Nachfolger ist, besser zu machen. Ich liebe es, wie man hier diese beiden Storys teilweise miteinander verwoben hat, immer wieder kleine Sachen eingebaut haben, die alles so viel besser machen, Anspielung auf die anderen Teile, eine großartige Geschichte von Arthur Morgan, einer der besten Protagonisten der Videospielgeschichte, um die Van der Linde Gang, die, naja, eigentlich nur leben möchte und da natürlich abdriftet vom Gesetz und wie das Ganze sich entwickelt, die Gruppendynamik, die Storys an und für sich, diese ganzen kleinen Quests, einfach ein herausragendes Spiel, was gameplay-technisch nicht jeden angesprochen hat, das ist hier aber vollkommen egal. Für mich eins der besten Spiele aller Zeiten, Red Dead Redemption 2. Und Platz 1, Disco Elysium. Was? Oh, da habe ich jetzt aber schon wieder ein Flashback. Als ich die 100 besten Spiele laut IGN, als ich darauf reagiert habe, hatten die auch Disco Elysium in der Top 10 und ich war perplex, weil ich nicht wusste, dass das Spiel so gut ist. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen gezockt, zumindest schon mal angefangen. Und ja, es ist nett und es ist sehr einzigartig aufgrund seines Hauptcharakters, der halt nicht so der strahlende Held ist, sondern eher ein Penner. Und es ist sehr komplex und es hat sehr viel zu erzählen, aber so ganz gezündet hat es bei mir noch nicht. So ganz dahinter gestiegen, warum es die beste Story oder das beste Storyspiel aller Zeiten ist, hat es noch nicht. Ich muss es unbedingt spielen. Sorry, ich habe es noch nicht durchgespielt, ich kann es nicht weiter bewerten. Aber das Spiel ist besser als To the Moon, als What Remains of Edith Finch, als Red Dead Redemption 2, als The Last of Us? Ich fühle mich so gerade, richtig FOMO habe ich, also als wenn ich da irgendwas verpasst habe. Ich muss unbedingt Disco Elysium spielen. Ist das wirklich so gut? Ist es so... Was? Ich bin nicht schockiert, ich bin nur so überrascht. Naja, Disco Elysium, das beste Storyspiel aller Zeiten. Ja? Okay, wenn das die Gamester sagt, dann ist das natürlich nur deren Meinung. Aber nicht meine. Denn obwohl ich zugeben muss, dass es im Großen und Ganzen passt und es hier große Überschneidungen gibt mit meinem eigenen Geschmack, fehlen mir hier doch ein paar Titel, beziehungsweise hätte ich einige der hier genannten Spiele deutlich anders platziert. Also ein Far Cry 3, Assassin's Creed 2 oder Jedi Knight 2 sind zwar auch für mich gute Spiele mit teilweise erinnerungswürdigen Charakteren, aber sorry, das reicht für mich nicht, um sie zu den besten Storyspielen zu zählen. Nein, dafür ist der Rest viel zu seicht, beziehungsweise definieren sie sich meiner Meinung nach doch viel zu sehr über ihr Gameplay. Ich verstehe da wohl einfach etwas anderes unter einem Storyspiel. Aber naja, außerdem fehlt mir hier doch auch so einiges, also insbesondere von den Konsolen her. Und ja, GameStar ist ein PC-Magazin, aber sie haben ja hier konsolenexklusive Spiele gelistet, wie Red Dead Redemption, The Last of Us oder Ghost of Tsushima. Daher muss man schon fragen dürfen, was ist mit solch narrativen Schwergewichten wie Suikoden 2, Lost Odyssey oder Xenogears? Was ist mit Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 1, Judgment oder anderen Yakuza-Games? Ich zocke nämlich gerade Zero und das ist wirklich super. Was ist mit Final Fantasy 10, 9 oder gar 6? Und vor allen Dingen, Nier Automata, hallo GameStar, ihr habt hier eine Redaktion von wie vielen Leuten, wieso hat da nicht einer mal irgendwie was von Nier gesagt? Wie soll ich denn diese Liste ernst nehmen, wenn da kein Nier drin ist oder Nier Automata? Mir kann doch... Das macht mich fast schon wütend. Nee, also da müsst ihr noch mal ran. als wenn ich irgendwie ja das Recht hätte. Na, es ist nur meine Meinung, ne? Ja, wie gesagt, ein paar andere Titel würde ich ergänzen, ein paar rausnehmen. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon vieles abgenickt. Also 70% Übereinstimmung habe ich da auf jeden Fall einfach. Naja, diese Spiele sind nicht umsonst so hochgeschätzt und so gelobt, weil es halt super Spiele sind. In diesem Sinne, abonniert Raketen.